Hallo Leute, hier ist wieder euer Garthold. Willkommen zurück zu Let's Play Scribblenauts Unlimited. Wir gehen in den Metapherwald. Yay! Willkommen im Metapherwald. Gott. Wird wohl eine intellektuelle Runde. Das sind Wölfe. Oh. Und ich bin ein Affe. Warum bin ich eigentlich noch ein Affe? So. Da. Hey. Nein. Hier. So, was hat der denn schon direkt? Hilft dem Pfadfinder, sein Verdienstabzeichen zu bekommen. Na komm, das machen wir mal zum Start. Zum Anfang. Verdienstabzeichen. Start. Ach du Gott. Hilf dem Pfadfinder, sein Verdienstabzeichen zu bekommen. Gib ihm zuerst ein Werkzeug, mit dem er diesen Baumstamm, um mit diesem Baumstamm zu schnitzen. Ich schnitz ja immer gerne mit einem. Geschwärzte. Geschnürter Löffel. Was auch immer das heißt. Da. Nisch? Okay. Dann kriegst du ein Buttermesser. Da. Steckmesser. Das ist mal ein Buttermesser. Wow. Ein Hieb. Feuersicherheit als nächstes. Gib dem Pfadfinder etwas, um die Puppe zu löschen. Okay. Kommt zu Shiggy. Gibt's wahrscheinlich nicht. Nein, nicht ich. Los! Setz blub! Aua! Nicht? Okay. Dann bekommst du. Geht das? Boah, ein Orca! Hier ist ein Orca! Nicht? Na gut. Hier ist ein Wasserballon. Das ist der beste Kerl der Welt. Jetzt, wo das Feuer aus ist, braucht der Pfadfinder etwas, um die Wunden der Dummies zu heilen. Hat ja vorher, hat ja das letzte Mal beim Heile auch funktioniert. Huch. Zeit zum Zielschießen. Gib dem Pfadfinder als erstes eine richtige Schutzausrüstung. Okay. Knieschoner. Was ist jetzt los? Was ist los? Ich kann nicht. Was zum. Jetzt nimm die Knieschone. Los! Oh. Dann bekommst du ein. Gibt's ein Mech? Oder Mech? Keine Ahnung. Wie schreibt man den Mech? Vielleicht. Roboterfahrzeug. Ein Meerschutz kann ich dir nicht bieten. Da. Meinetwegen. Jetzt ist es Zeit zum Zielschießen. Gib dem Pfadfinder etwas zum Üben. Da. Och du. Nimm ich ihn. So. Das ist eine Zwille. Du wolltest ja den Mech nicht. Du bist Kacke! Yay! Und damit haben wir unseren Starride. Ersten Starride in dieser Aufnahme.
Ja, die Aufnahmen sind übrigens schon ein bisschen her. Das ist schon Äonen her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. So, damit haben wir den gemacht. Biene. Hungrige Mücke. Diese Insekten sind zahllos. Hilf mir, sie fernzuhalten. Mückenspray hilft da. Mückenspray. Und, oder ein Mückennetz, das hilft auch. Entschuldigung. Was willst du denn? Meine Nase ist nicht gut genug, um alle Trüffel zu riechen. Schweine finden Trüffel. Schweinemaske. Schweinemaske. Schweißmaske. Ah. Das hilft, glaube ich, nicht, aber gut. Du brauchst ein Roboschwein. Ich weiß gar nicht, ob das gibt. Rotzschleim, Rochen, Rohscheiben, Rüstig, Rachen, Ratsche, Rechen, Reibstein. Oh, eine Richterin vielleicht. Ich glaube nicht, dass sie dir hilft. Geruchdetektor. Es gab übrigens Leute, die haben sich aus irgendeinem Grund bei mir beschwert, dass ich nie das eingebe, was eigentlich verlangt ist. Also wenn ich jetzt hier Schwein eingebe... Fleisch. Ja. Da. Dass ich einfach nicht immer drauf komme. Das liegt daran, dass ich das Ganze nicht gerne auf die herkömmliche Weise mache, sondern gerne mit kreativen Methoden arbeite. Das mache ich also absichtlich mal nebenbei. Das hier sieht dämlich aus. Also nicht wundern. Und wenn ich mal ein Rätsel verkacke, ist auch nicht schlimm. Ich habe niemals gesagt, dass ich das Ding 100%. So. An wen das gerichtet war, der weiß, warum ich das sage. Verhindere, dass Jack diesen Baum fällt. Bist du Jack? Ich muss diesen Baum fällen, aber ich habe kein Werkzeug. Eule. Ich könnte Jack umbringen. Aber ich mag den Hippie nicht. Geben wir ihm mal eine gigantische Motorsäge. Tod der Natur! Tod der Natur! Oh, ich kann Jack spielen, Moment. Wie konnte... So, ne? Aber Taos wählen. Oh, ich will Jack spielen. Da ist er. Ich bin Jack. Meine. Rage. Okay. Ich hoffe, der Baum war keine Quest. Da geht's wieder lang. Das sind übrigens keine geheimen Gebiete, wie ich herausgefunden habe. Die kann man auch so betreten. Grafis Krufthaus. Bin ich hier schon fertig? Ich bin hier doch noch lange nicht fertig hier. Hallo. Ich habe eine Bigfoot-Höhle gefunden. Brauche aber etwas zum Dokumentieren. Mach ein Foto. Du sollst den Bigfoot nicht anrufen. Du sollst fotografieren. Komischer Kerl. Wo will Bigfoot eigentlich hin? Befruchte den Obstbaum. Oh. Ja, ich befruchte den Obstbaum. Da fallen Bananen und... Wo bist du?
Stinkfrucht. Oh, die sind cool. Was bist du? Eine Feige. Wer bist denn du? Kleiner Mann. Mein Drachen steckt im Baum fest. Hilf mir, ihn herunterzuholen. Perfekt. Mage! Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist! Das ist so dämlich! Ja. Mit Kettensäck! Warum? Spiel! Hilf uns das Baumhaus fertigzustellen. Was habt ihr denn da liegen? Scharnier. Das ist ein Schindel, also Dachschindel. Und ein Fenster. Und das hier ist kleines Dach und Holz. Was fehlt denn da noch? Baum. Ich finde einen Baum. Da habt ihr einen Baum. Ja? Habt ihr ein Haus? Ja, machen wir Wohnhaus. Wir wollen ja nicht übertreiben. Ihr braucht vielleicht noch Werkzeug. Säge. Das ist kein Baumhaus. Es steht auf dem Boden. Es ist kein Baumhaus, da fehlt der Baum. Hab ich was übersehen? Vision. Star Wars. Da! Da, Hundi! Doggy! Wenn ich ein Menschenbaby aufziehen könnte. Wenn ich ein Menschenbaby aufziehen. Habt ihr ein Haus? Kleines Kind. What the fuck? Kleines Schamane. Okay. Super. Star Vision, wo hab ich was gesehen? Nein. Hab ich was übersehen? Wahrscheinlich war es doch der Baum. I say. Oh! Das ist nicht bequem zum Schlafen. Erschaffe etwas Besseres für einen Rucksacktouristen. Keine Ahnung. Und wahrscheinlich war es doch der Baum. Gut. Schön. Dann würde ich sagen, wir sehen uns die Majuskelgrotte in der nächsten Folge an. Bis dahin und ciao, ciao.